So, es ist jetzt schon ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen habt, geht es heute um den, also um einen tragbaren Thermoprinter. Den habe ich bei AliExpress jetzt im Single Sale gekauft. Und der kommt in dieser lustig bunten Tüte. Ein Table Mini Printer, jeweils 2x5 Rollen. Mal schauen, ob ich zwei unterschiedliche kriege. Ne, dieselbe. Und zweimal normales Papier. Und ein kleines Katzentütchen. Legen wir die Tüte weg. Und zwar durch den Single Sale gab es einen extra Rabatt. Deswegen gab es zum Beispiel diesen Beutel gratis. Das sind die normalen Papierrollen und das sind die klebenden. Wir uns den Karton kurz angucken. Bluetooth, Instant Printing, Website Printing, Label Printing. Ein paar Logos und so weiter. Ohne Farbe. Die Farbe des Druckers und welcher das ist. Jetzt machen wir den mal auf. Ich bin euch nebenbei noch hier drüben das Angebot ein. So. Muss euch ein bisschen was zeigen. Oben drauf lag das USB-Kabel, also ein normales Micro-USB. Die Anleitung. Eigentlich nichts groß Besonderes. Die Fun Print App. Den Kleinkram wird zuerst geladen werden. Und dann ist hier der kleine Katzendrucker drin. Wir packen ihn aus, er ist schon aufgeladen worden, auch schon getestet worden, deswegen ist hier ein bisschen hier schon drin. Drückt an der Seite drauf, er macht so ein kurzes Füpp-Füpp, also so ein Sup-Sup. Er blinkt auch blau. Und man kann ihn am besten eigentlich hinlegen oder wir legen ihn gegen die Wand. Ich zeige euch jetzt noch an der Seite, in welche Richtung, ich glaube wahrscheinlich hier, den Bildschirm von meinem Smartphone. Hier braucht die Funprint App. Ihr öffnet das, die Anmeldung da, ihr könnt so rein. Natürlich müsst ihr zulassen, dass Fotos und Medien angezeigt werden. Schauen, ob die neue Version etwas gefunden wird. Wir müssen Bluetooth anmachen. Und er blinkt noch nebenbei blau. Der Drucker ist der MX5. Ah, gehen Sie selber, um das Gerät zu koppeln. Genau, das ist abgebrochen. Machen wir später. Verbinden. Brauche eigentlich keinen Standort, wir haben es einfach mal abgelehnt. Wir suchen den Drucker noch. Sagt man, dafür extra einen Standort braucht. Nur während der Nutzung. Und da haben wir ihn direkt gefunden. Er ist jetzt verbunden. Wie wir auch hier oben sehen, ist er verbunden. Wir können jetzt zurückgehen. Der Drucker leuchtet jetzt oben drauf. Durchgehend blau. Ich wische das vielleicht mal ganz nah. Und jetzt können wir
Mal schauen. Ein Textdruck. Wir schreiben jetzt einfach mal www.youtube.com slash c slash 192. Ich druck das dann quer aus. Und schon hat das ausgedruckt. Unten dran sind noch ein paar Reißzähne, ihr hier sehen könnt. Ist hier direkt der E-Mail-Link. Wir können damit natürlich auch Fotos drucken. Und bei Kamera. Wir machen von einfach mal vom Drucker ein Foto. Natürlich nur schwarz-weiß. Und er hat es fertig gedruckt. Innerhalb kürzester Zeit. Wahrscheinlich müsste man es besser schneiden mit einer Schere, weil sonst vielleicht Ecken fehlen vom Bild. Wie ihr seht, innerhalb weniger Sekunden könnt ihr Schwarz-Weiß-Bilder drucken. Ihr könnt nochmal gucken. Okay, wenn ihr das Seite öffnet, ich habe die Rolle drin. Und manch einer, der es vielleicht kennt aus einem Geschäft von einem Kassensystem, der kennt dieses Nachlegesystem. Alles in allem kostet der Drucker, glaube ich, alleine nur 15 Euro und funktioniert eigentlich recht problemlos. Ah. Was ihr gerade nicht sehen könnt, oder sehen konntet, ups. Dann gezeigt, dass die Patrone leer war, bei der geöffnet wurde. Ich kann es vielleicht nochmal hervorrufen. Das Papier ist aufgebaut. Bitte zuerst nachlegen. Jetzt könnten wir auch ein paar der anderen Rollen reinmachen. Wir können hier nochmal schauen, was in der App sonst noch gibt. To-Do-Listen. To-Do. Videos. Schnei. Fertig. Vorschau, drucken. Und haben wir unsere To-Do-Liste. Oder wir reißen es in die andere Richtung, geht's besser. Okay, To-Do-Liste. Video schneiden. Und vielleicht noch was für euch. Und Druck. Abonnieren, wenn ihr möchtet. Das war auch schon das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal wieder ein Produkt vorgestellt habe. Wir reißen es jetzt mal in die andere Richtung und es ist kaputt gerissen. Naja.
Hier könnte vielleicht noch eine kleine Klinge dran sein, aber dann wäre es vielleicht wieder nicht so ganz kinderfreundlich. Denn egal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde versuchen, in den nächsten Videos meine Qualität vom Video selbst zu verbessern. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und später wieder reinschauen. Tschüss!